Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Seit 19. März geht der zweite Part der zweiten Staffel von Willkommen im Haus der Eulen endlich weiter. Zwar noch nicht auf Deutsch, aber wir wollen trotzdem einen kleinen Blick auf Episode 11 werfen. Also gleich im Voraus, hier wird's auf jeden Fall zu Spoilern kommen. Die Folge beginnt damit, dass Luz ein Video für ihre Mutter aufnimmt. Diese hatte sie ja in der letzten Episode getroffen und musste ihr versprechen, nach Hause zu kommen und nie wieder zu den brodelnden Inseln zurückzukehren. Und das brachte Luz in eine ziemlich schwierige Situation, denn sie hatte in Ida, King und Holzi eine zweite Familie gefunden. Auch ihre besten Freunde und ihre Freundin leben hier. Also versucht sie ihrer Mutter in einem Video zu zeigen, dass diese Dämonenwelt eine spannende, magische und faszinierende Welt ist. Allerdings geht das Ganze etwas schief und das Video wirkt womöglich mehr abschreckend als faszinierend. Später am Tag sitzen Luz, Gus und Willow auf den Stufen vor ihrer Schule. Und Gus und Willow versuchen herauszufinden, warum Imperator Bellos sein Gesicht noch nie gezeigt hat. Luz allerdings war ziemlich abgelenkt und starrte die ganze Zeit nur auf ihr Handy. Gus bemerkte das und fragte Luz, was sie darüber denkt. Immerhin hatte sie Bellos schon von der Nähe gesehen. Allerdings meinte Luz, dass sie nie wirklich darauf geachtet hatte. Daher schien Amity neben Luz und erwähnte, dass sie gehört hat, dass Bellos Gesicht von wilder Magie gezeichnet sei. Doch ihr plötzliches Auftreten überraschte Luz so sehr, dass sie zur Seite. Amity half ihr wieder auf und nannte sie Batata. Das spanische Wort für Süßkartoffel, denn Amity versuchte gerade die menschliche Sprache zu lernen mit einem Buch, das sie von Gus bekommen hatte. Luz war davon ziemlich geschmeichelt und nannte Amity dann auch eine Süßkartoffel. Die beiden sind so süß! Ah! Daraufhin begannen Willow, Gus und Amity, Luz Fragen zu stellen zum Portal und ob sie ihre Mutter schon getroffen hat. Luz wird plötzlich ganz nervös und behauptet, dass sie noch auf den richtigen Moment wartet. Genau in diesem Moment kamen King und Ida, die Luz von der Schule abholten. Luz verabschiedete sich von ihren Freunden und küsste Amity. Ah! Und dann flog sie mit Ida und King weg. Als sie dann in der Innenstadt landeten, bemerkten sie, dass sich hier ziemlich viele Soldaten des Imperatorzirkels aufhielten. King erklärte daraufhin, dass es womöglich an der jährlichen Coven Day Parade liegen könnte. Während King und Ida zu einem Stand gehen, bemerkte Luz Kikimora in einer Gasse. Diese schien gerade mit ihrer Mutter zu telefonieren. Sie sagte ihr, dass sie es heute nicht schaffen kann, vorbeizukommen, da sie bei der Parade dabei sein muss. Allerdings sah das ihre Mutter gar nicht ein und stellte sie vor die Wahl zwischen ihrem Zuhause und ihrer Arbeit. Luz erinnerte das etwas an ihre eigene Situation und sie überlegte ihr zu helfen. Sie holte Ida und King am Stand ein und King begann zu erzählen, dass Ida jemanden angehört hatte, um ihren Ex auszuspionieren. Daraufhin wurde Ida ganz rot und bemerkte, dass King scheinbar in ihrem Tagebuch gelesen hatte. Daraufhin klärte sie die beiden auf, dass Rain gefangen genommen wurde. Überwältigt von dem Ganzen brach Luz zusammen. Well, good job. You broke loose. It was the yeast I could do. Luz las weiter in der Akte und war ziemlich berührt von deren Geschichte. Daraufhin schnappte sich Ida wieder die Akte und las, dass Rain scheinbar noch immer für den Imperatorzirkel arbeitete, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, da er den Imperator ja eigentlich verraten hatte. Ida wollte ihre Jugendliebe unbedingt helfen. Sie meinte aber, dass sie dafür auf jeden Fall Hilfe von jemandem innerhalb des Imperatorzirkels brauchen würden. Da kam Luz eine Idee. Sie arbeitete einen Plan aus, mit dem sie Ida helfen konnte, mit Rain zu sprechen, und Kikimora ermöglichte, zu ihrer Familie zu reisen. Währenddessen besuchte Amity Willow. Sie machte sich irgendwie Sorgen um Luz, die sich in letzter Zeit ziemlich komisch verhielt. Außerdem hatte Amity das Gefühl, dass sie in Bezug auf das Treffen mit ihrer Mutter gelogen hatte. Und die Antwort auf all das schien in einem Video auf Luz' Handy zu sein, welches sie vorher an den Schultreppen verloren hatte. Amity hatte das Handy voll gefunden und war sich unsicher, ob sie das Video anschauen und damit in Luz' Privatsphäre eingreifen sollte. Doch bevor Amity Hilfe von Willow erwarten konnte, musste Amity etwas für sie tun. Und zwar sollte sie ihr Zöpfe binden, wie damals, als sie noch gute Freundinnen waren. I'm glad we can be like this again. Währenddessen liefen die Vorbereitungen auf die Parade in Hochtouren und Kikimora machte sich Sorgen, ob es eine gute Idee war, sich auf den Plan von Luz einzulassen. Da tauchte plötzlich Rain auf. Die beiden quatschten ein bisschen und Rain wirkte anders und viel entspannter als sonst. Und da schien auch schon der Grund dafür aufzutauchen. Terra Snapdragon, die Anführerin des Pflanzenzirkels, stand plötzlich vor ihnen. Sie meinte, dass Rain ziemlich lange krank war, doch nun würde es ihm dank ihrer Hilfe wieder besser gehen. Daraufhin braute sie Rain einen Tee und es hatte so den Anschein, als würde sie ihn damit beeinflussen. Terra schickte ihn weg, damit er sich weiter auf die Parade vorbereiten konnte. Und Kikimora begann sich nun mehr Sorgen zu machen, da Terra den Plan durchkreuzen könnte. Doch gerade als sie versuchte, Luz zu kontaktieren, kam Terra dazwischen. Und jetzt kommen wir zu ein paar mehr oder weniger Easter Eggs.
Auf dem ersten Paradewagen befindet sich eine Katze, die aussieht wie diese Katzenfiguren mit dem winkenden Arm. Auf dem zweiten Paradewagen befindet sich ein Auge mit der gleichen Pose wie Stan im Intro von Gravity Falls. Und auf dem Hammer dieses Paradewagens sehen wir ein Dreieck, das maybe Ähnlichkeiten zu Bill Cipher aus Gravity Falls hat. Danke an Nicky an der Stelle, die mir hier geholfen hat, du Smolly. Luz und Ida machten sich bereit und warteten auf das Zeichen von King und Holzi, die sich in einem der Paradewagen befanden. Dieser feuerte ein Feuerwerk ab und Kikimora schickte ihre Wachen los, um dem Ganzen nachzugehen. Inzwischen näherten sich Luz und Ida mit einem Unsichtbarkeitszauber dem Wagen, auf dem sich Rain und Kikimora befanden. Mit einem weiteren Zauber sorgten sie dafür, dass sich dichter Nebel um den Paradewagen legte. Und diese Zeit nutzten sie, um Kikimora und Rain zu entführen. Mittlerweile hatten die Wachen den Wagen umzingelt. Und Holzi hatte den perfekten Plan, um ungesehen vom Ort des Geschehens zu verschwinden. It's me, your good buddy Bellows! Worship me! Währenddessen brachte Ida Rain in eine Seitengasse. Sie war sehr froh, ihn wohlauf zu sehen und umarmte ihn. Allerdings erwiderte Rain die Umarmung nicht. Mehr verwirrte ihn, warum Ida eigentlich hier war. Ida erwiderte, dass sie sicherstellen wollte, dass es ihm nach seinem Kampf und seiner Gefangennahme gut geht. Doch Rain konnte sich an nichts dergleichen erinnern. Er konnte sich nicht mal an ihr Treffen erinnern. Er behauptete, die letzten Monate krank im Bett gelegen zu sein. Außerdem meinte er, dass er sich mehr oder weniger nicht mehr mit einer wilden Hexe zeigen könnte und dass sie zur Seite gehen soll. Doch Ida versperrte mit einem Pflanzenzauber den Ausgang der Gasse. Sie wollte nicht aufgeben und wieder zu ihm durchdringen. Währenddessen waren Luz und Kikimora auf der Flucht und alles schien soweit zu klappen. Nur Kikimora machte sich Sorgen und das zu Recht. Denn hinter ihnen tauchte plötzlich Terra Snapdragon auf. Holzi und King schienen inzwischen ihren Spaß zu haben. Terra versuchte Kikimora zu finden. Luz wandte einen Unsichtbarkeitszauber an, um mit Kikimora zu verschwinden. Doch als Terra plötzlich von einer Beförderung sprach, zuckte Kikimora auf und warf eine Glasflasche um. Terra nutzte das und wollte die beiden angreifen, wurde jedoch von einer Abscheulichkeit abgehalten. Da tauchte Amity auf, die ihrer Freundin helfen wollte. Und die drei flüchteten auf einem Abscheulichkeitsskateboard. Währenddessen brach ein Kampf zwischen Ida und Rain aus. Und als Ida ihm die Melodie vorspielte, die die beiden zusammen gespielt hatten, wurde er noch wütender und schleuderte Ida mit dem Zupfen einer seiner Saiten zurück. Er gab ihr noch eine letzte Chance zu gehen. Ida weigerte sich aber. Und gerade als er mit seinem magischen Instrument zum Schlag ansetzen wollte, hörten sie die sich nähernden Wachen. Rain half Ida zu verschwinden, allerdings sagte er ihr, dass sie ihn nie wieder kontaktieren soll. Ida verschwand, Rain vergoss eine Träne und er machte sich wieder auf zur Parade. Inzwischen kamen Luz, Amity und Kikimora an einem Steg an, an dem diese komische Kreatur, die aus Fingern besteht, ich weiß leider nicht, wie die heißt, I'm sorry, auf die drei wartete. Luz setzte Kikimora darauf und Kikimora bedankte sich bei ihr. Also mehr oder weniger. Denn Kikimora hatte sich nun anders entschieden. Eine Beförderung war ihr doch wichtiger. Und so griff sie die beiden an. Und als sie Amity und Luz schon fast hatte, kam Terra. Sie umwickelte dieses Flugdingens und Kikimora mit Pflanzen. Terra erzählt ihr, dass sie vom Imperator beauftragt wurde, Kikimora zu beaufsichtigen. Und dass die Beförderung echt sei. Und als Kikimora fragte, was die Beförderung beinhaltete, wen sie befehligen darf und was sie bekommt, antwortete Terra im Prinzip, dass sie als Geschenk weiterleben darf. Sie schickte Kikimora zur Parade, drehte sich kurz um und richtete einen Satz an Luz. Sie sagte, dass sich der Imperator auf ein Treffen mit Luz freut. Daraufhin verschwand sie. Luz bedankte sich bei Amity für die Hilfe und daraufhin bat Amity Luz, ihr die Wahrheit in Bezug auf ihre Mutter und das Treffen zu sagen. Und das tat sie dann auch. Holzi und King schafften es währenddessen, ungesehen vom Ort des Geschehens zu verschwinden. Die Parade ging nun weiter und Kikimora kündigte an, dass der Imperator etwas zu verkünden hat. Er sprach davon, dass der Tag des Einklangs in genau einem Monat stattfinden soll. Und er sprach von einer Welt frei von wilder Magie. Zum Schluss bedankte er sich bei seinen Untertanen und als Dankeschön offenbarte er ihnen zum ersten Mal sein Aussehen. Luz, Ida, Amity, King und Holzi beobachteten das Ganze besorgt von einem Dach aus. Sie machten sich große Sorgen, was noch auf sie zukommen würde. Doch für den Moment konnten sie nichts tun, als abzuwarten. Tja, und das war's auch schon. Eine extrem tolle Folge und ich freue mich schon auf die nächste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ida, ich... War echt witzig, aber sagen wir unentschieden.